Ihr kennt alle das Problem, ihr wollt Gameboy zocken, aber auf diesem kleinen Bildschirm ohne Hintergrundbeleuchtung, das ist nicht so optimal. Also ist die einfachste Lösung, ihr werft am Computer einfach einen Emulator an. Ja, damit lässt sich zwar alles schön zocken, aber sagen wir mal ehrlich, so richtig gut fühlt sich das nicht an, weil ihr habt irgendeinen Drittparty-Controller, zum Beispiel von Xbox, PS4 oder hier diese billigen USB-Super-Nintendo-Dinger, die sich auch nie so wirklich gut anfühlen, und irgendwie kommt dieses Flair nicht richtig rüber. Es fehlt einfach was. Aber dafür gibt es jetzt eine Lösung. Und zwar könnt ihr den Gameboy als einen Wireless-Controller am Computer und auch für andere Sachen benutzen. Ihr braucht im Prinzip nur das hier. Und zwar ist das ein Modul von Inside Gadgets. Das könnt ihr bei dem direkt im Shop bestellen. Das ist zwar ein australischer Shop, aber das geht eigentlich. Den Link habe ich euch natürlich unten reingetan, wo ihr das kaufen könnt. Das braucht ihr. Ein Gameboy, das geht laut Hersteller bis zum Gameboy Advance. Ich habe ihn jetzt nur mit diesem Gameboy Pocket getestet, aber ich sehe da jetzt keinen Grund, warum das jetzt da nicht laufen sollte. Und natürlich einen kleinen USB-Empfänger. Ich habe für Modul und für den Empfänger habe ich ungefähr 35, 36 Euro mit Versand und allem drum und dran bezahlt. Lässt sich also ganz gut bezahlen, ist nicht großartig teuer. Es gibt auch beim Hersteller Empfänger für GameCube, Super Nintendo und fürs NES. Für Super Nintendo logischerweise, für den Super Game Boy, und der GameCube hat ja diesen Game Boy Advance Adapter. Dafür sind die Dinger denn da. Könnt ihr auch da bestellen. Die habe ich jetzt leider nicht getestet, sondern nur die USB-Variante für den Computer. Ich habe einen Windows 10 Computer. Ich habe ihn reingesteckt, wurde sofort problemlos erkannt. Game Boy Advance Wireless Dongle wurde erkannt. Kein Problem. Dann müsst ihr nur noch dieses Modul in den Gameboy-Schacht reintun, in den Modulschacht logischerweise, anmachen und schon könnt ihr loszocken. Ich habe euch jetzt gleich ein Video zusammengestellt mit ein paar kleinen Spielen, wo ihr das sehen könnt, wie die Verzögerung ist und so weiter. Aber an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, ich möchte mich bei den Senat von Retrokram bedanken. Die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen, er ist sehr aktiv mit seinem Retro-Montag und so weiter. Bei Twitter sollte es eigentlich wirklich so sein, dass man den folgen muss. Aber durch den bin ich ja auf diese Variante, auf diese Lösung dieses Problems gekommen. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Ich habe auch seinen YouTube-Kanal unten bei ihm verlinkt. Schaut mal bei ihm vorbei oder folgt ihn auf jeden Fall mindestens auf Twitter. Wenn ihr Retro interessiert seid, ihr werdet es lieben. Also, jetzt kommen die Spiele. Gleich kommt noch ein Fazit. Bis gleich. So, wir testen jetzt mal einfach ein paar Spiele an, dass ihr das mal seht, wie das Ganze läuft, ob es irgendwelche Lags gibt oder ähnliches. Dazu habe ich jetzt einfach mal die Kamera auf den Game Boy Pocket gelegt und nicht auf mein Gesicht, weil das ist jetzt nicht wirklich interessant. Ich spiele mal so ein paar Spiele kurz an. Und zwar fangen wir mit dem Klassiker Kung Fu Master an. Ich hoffe, man kann es einigermaßen das Display sehen, da tut sich eigentlich nicht viel. Ich habe einfach den Gameboy ganz normal gestartet und wie ihr seht, ich habe keine Probleme. Ich benutze hier den Emulator BGB, weil ich komischerweise mit dem Visual Boy Advance, den ich normalerweise sonst immer benutze, da habe ich irgendwie Probleme. Ich weiß nicht, da erkennt er irgendwie nicht den nach rechts Taste und nach unten Taste. Ich weiß ehrlich gesagt keine Ahnung, woran das liegt. Es liegt aber auf jeden Fall nicht an dem Gameboy oder an der Software halt allgemein, beziehungsweise an dem Empfänger oder irgendwie sowas. Es muss wirklich an dem Emulator liegen und ich weiß gar nicht, wieso, ehrlich gesagt. Aber wie ihr seht, es läuft butterweich. Es ist eine wahre Freude. Also das Feeling kommt auf jeden Fall wesentlich besser rüber, als wenn man jetzt irgendwie so einen anderen Controller irgendwie sieht. Ja, es spiegelt immer so ein bisschen mein Mikrofon in mein Gesicht. Ich versuche es gerade zu halten. Ah, der Boss hier ist auch immer so eine Geschichte, ne? So. Das ist einer der schwersten Bosse, finde ich. Aber kennt ihr ja. Ihr seid ja nicht hier, um jetzt meine Spielkünste zu sehen, sondern wie es sich halt einfach auch mit dem Lag und Steuerung und sowas verhält. Ich hoffe, ihr habt da so einen einigermaßen Eindruck zu bekommen. Ich würde sagen, jetzt wo ich gestorben bin, wir versuchen auch jetzt mal ein anderes Spiel. Und zwar versuche ich jetzt einfach mal ein paar Genres durchzuprobieren. Natürlich hier der Klassiker, einer meiner All-Time-Favorites, Solar Striker. Auch wie ihr seht, es reagiert perfekt und das Gefühl ist einfach fantastisch. Also,
Wenn ihr einen Gameboy zu Hause rumliegen habt und euch der Preis wert ist, bevor ihr euch irgendeinen Gammel-Controller aus dem Internet besorgt, holt euch das Feeling, also zumindest zum Gameboy-Emulator zocken. Das Feeling ist einfach fantastisch. Und es wird natürlich so eine Art kleine Verzögerung geben, aber die hat man natürlich auf den Emulator ja immer. Das kann man gar nicht verhindern. Also ich merke jetzt persönlich jetzt keinen Unterschied zu meinem Xbox One Gamepad, was ich sonst immer benutze. Lässt sich genauso gut spielen. Gut, wer es halt original haben will, der muss es sowieso auf dem Gameboy Original spielen. Aber ich sehe hier auch keinerlei Probleme. Ihr seht es selbst. Die Eingaben werden immer relativ zügig, ja, beziehungsweise nicht nur relativ zügig, sondern die werden zügig umgesetzt. Alles kein Problem, funktioniert wunderbar. Wir sind gestorben und noch ein Spiel probieren wir. So, und noch ein One-and-Gun-Spiel und zwar Contra hier in der Ausführung der japanischen Version. Also nicht das Probotector, was wir haben. Und auch hier Spielgefühl ist spitze. Da kann man echt nicht meckern. Der Finger auf den Dauerfeuer, so muss das sein. Und natürlich gleich gestorben, aber das war jetzt eher meine Doofheit und nicht der Controller. Also seht schon, über die Spiele hinweg, es läuft super, das Spielgefühl ist echt spitze, da kann man echt nicht meckern und ich bereue den Kauf auf jeden Fall, aber kommen wir jetzt gleich zu dem Fazit. So, also meiner Meinung nach, diese 35, 36 Euro haben sich voll gelohnt. Für den Preis kriegt ihr einen ganz normalen Controller und nicht mal, also keinen guten Controller, sage ich mal. Und es fühlt sich einfach so viel besser an. Also für mich hat es wirklich sich das Ganze gelohnt. Ich kann es euch uneingeschränkt empfehlen. Es tut, was es soll. Und ihr müsst natürlich auch nicht nur jetzt die Emulatoren auf dem Computer zocken, sondern könnt es auch für was anderes benutzen. Also, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.